Ja, hallo liebe Freunde. Ich habe in den letzten Tagen ja einige Brotkrumen hinterlassen für meine Zuhörer und Zuschauer auf Telegram und auf Facebook. Und da dachten die Leute schon, ich bin in Davos. Das ist aber nicht so, sondern Holger Thorsten Schubert ist in Davos und hat mir dankenswerterweise einige Bilder geschickt. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen. Ja, das war mir eine große Freude. Ich spiele nicht rein, das war lange Fahrzeugschlangen und unglaubliche Kontrollen. Aber dadurch, dass eben Herr Trump kam, und es sind eigentlich nur zwei Straßen hoch ins Tal, und das ging früh morgens um 6:30 Uhr los, und es hat lange gedauert, bis man endlich da war. Ja, aber das Schöne ist, du warst direkt vor Ort, also als Trump die Rede gehalten hat, also im Saal. Leider wurden da keine Handys zugelassen, sonst hätte ich da noch ein Foto zeigen können. Das wäre natürlich der Knaller gewesen. Wie war die Stimmung im Saal und was sagst du zur Trump-Rede? Also die Stimmung war eigenartig, die Stimmung war etwas angespannt. Die Trump-Rede war, also er hat die erste Zeit sehr über Amerika geredet, über seine eigenen Dinge, die er gemacht hat. Da waren einige Zahlen, die waren schon sehr spannend. Also wenn das so sein sollte, dass das wirklich so erfolgreich war, dann müssen die Europäer umdenken. Also wir persönlich, ich auch, halte mich zurzeit sehr aus der Politik raus. Hab halt nur erlebt, wie mein Kollektiv, wo Herr Trump kam, schon von vornherein ihm keine Chance geben wollte. Sollten sich da diese Zahlen wirklich bewahrheiten, was er auch für die amerikanische Wirtschaft und an Arbeitsplätzen getan hat, muss vielleicht doch der eine oder andere umdenken. Natürlich haben die Amerikaner eine ganz andere Art. Die haben diesen Hurra-Optimismus. Die loben sich natürlich auch mal selber. Das ist der Europäer, ist das, ja, der Europäer, der das nicht kennt und der nicht öfter in Amerika war, der fühlt sich da immer ein bisschen betroffen, wenn da einer sich selbst so lobt. Aber in Amerika ist das völlig üblich. Von daher ist er ein typischer Amerikaner. Und spannend war dann so die zweite Hälfte und auch das letzte Drittel, wo Dinge angekündigt wurden, wo schon dem einen oder anderen, das hat man gesehen, die standen da mit großen Augen, weil er noch weitere Veränderungen angekündigt hat, auch im Bereich der Energie. Das ist ja auch so ein bisschen unser Thema, wo wir vielleicht noch drüber sprechen können. Und insgesamt war ich so ein bisschen überrascht, was dann die europäischen Medien aus der Rede gemacht haben. Also da ist, also von den 45 Minuten, wo er gesprochen hat, meiner Meinung nach wirklich wenig, wirklich real reflektiert worden. Also die Leute, die da in der Rede drin saßen und die dann heute Zeitung heute Morgen gelesen haben oder Internet gesehen haben, fragen sich auch, ob sie denn die Rede gehört haben oder eine andere, weil das, wie gesagt, so wie es die Presse größtenteils dargestellt hat, ich habe es aus der ersten Reihe erlebt, es war etwas anders. Ja, und für unser Thema besonders interessant. Er hat Andeutungen gemacht, dass wir an der Schwelle zu praktisch, virtuell, hat er gesagt, praktisch unerschöpflichen Energiereserven stehen. Und das finde ich besonders interessant, auch weil ja, das wissen meine Zuschauer schon, sein Onkel John Trump hatte ja die Tesla-Papiere in seinem Besitz und ihr beruft euch ja auch als einer eurer Vordenker auf Nikola Tesla. Kannst du da mal ein bisschen was erklären, was eure Technologie auch mit Tesla zu tun hat und ja, dass das ja natürlich Hoffnung machen kann? Also ich denke natürlich, dass die Energiereserve, von der er spricht, gibt es ja in der Tat unerschöpfliche, das ist nämlich das, was an Strahlung kommt. Ja, also das, was wir derzeit noch nutzen, also wenn wir graben, irgendwann sind die erschöpft, aber das andere eben, was uns zufließt jeden Tag, ist das Unerschöpfliche. Und selbst Tesla hat ja damals mit solchen Strahlungen experimentiert. Und jetzt kommen wir auch in die Ähnlichkeit. Heute ist die Physik in der Lage, diese Art von Strahlung zu definieren. Und zwar haben wir lange Jahre eben mit dem, was wir sehen, das ist die Photovoltaik, also den sichtbaren Strahlen gearbeitet. Aber es gibt eben auch die nicht sichtbaren Strahlenspektren. Und die repräsentieren viel mehr Energie wie die sichtbaren. Und jetzt geht es einfach darum, ingenieurtechnische und technologische Ansätze zu finden, dieses in der Tat unerschöpfliche Energiespektrum und Ressource, die sich da auftut, zu nutzen. Es gibt einen unserer Professoren, der einfach mal ausgerechnet hat, ich kann auch gleich zu dieser mathematischen Formel ein bisschen was sagen, dass uns pro Tag über 5000 Jahre Weltenergiebedarf an Strahlungsspektren völlig ungenutzt erreichen.
Und das kann man heute ganz einfach ermitteln, indem man nämlich diese Strahlung, sowohl was die Sichtbare anbelangt, als auch die Nicht-Sichtbare, die jetzt eben eine Masse hat, diese Neutrinos, das kleinste Elementarteilchen, den konnte man eine Masse zuordnen, zwar eine ganz geringe von nur 0,1 Elektronenvolt oder 1 Elektronenvolt, ist es ganz genau, oder selbst wenn es geringer wäre, wir haben 60 Milliarden pro Sekunde pro Quadratzentimeter. Und wenn man sich jetzt die Flächen einfach anschaut, dann weiß man, das einzelne Neutrino ist ganz wenig, aber davon sehr viele ist am Ende dann doch eine ganze Menge. Und jetzt möchte ich auch mal einen Vergleich bringen, der uns viele hundert Jahre zurückführt. Wenn wir im Mittelalter als Ritter da gesessen hätten und hätten uns die Natur angeschaut, dann hat man an den Bäumen gesehen, dass sich die Blätter bewegen. Und der ein oder andere Findige ist dann darauf gekommen, dass man die ersten Windräder aufgestellt hat. Man hat Mühlen damit betrieben, weil man erkannt hat, dass wenn sich etwas bewegt, dann muss eine Kraft, dann muss eine Energie im Spiel sein. Und nichts anderes passiert eigentlich heute, nur dass wir heute eben diesen Makrokosmos verlassen. Wir gehen heute in den Mikrokosmos. Wir gehen heute dahin, wo das menschliche Auge es nicht sehen kann. Wir gehen in den Nanobereich. Und dort sehen wir aber, wenn wir es unter dem Elektronenmikroskop anschauen, wieder eine Bewegung. Und diese Bewegung ist einfach eine sogenannte Atomic Vibrations in Nanomaterials. Das heißt, ganz bestimmte Stoffe, wenn sie mikronisiert sind und in ihrer Gitterstruktur ganz bestimmt aufgestellt, fangen sie an, eine natürliche Vibration auszuwirken. Und das ist im Grunde genommen genauso wie das Blatt, was man damals am Baum gesehen hat, was sich bewegt. Und heute sind eben die Ingenieure und die Techniker aufgerufen, diese Bewegung dann in andere Bewegung zu wandeln. Und nichts ist das, was wir tun. Das ist also kein Zaubertrick, sondern es wird einfach diese Bewegung wird noch in Resonanz verstärkt. Und dann werden Elektronen auf metallischen Trägern damit in Bewegung gebracht. Und das ist Gleichstrom. Und ja, wir werden also da in Zukunft noch mehrere ausführlichere Videos dazu machen, aber du hast jetzt nicht so viel Zeit, weil du ja sozusagen von Konferenz zu Konferenz hetzt. Da werden wir dann auch kritische Fragen und so weiter behandeln, aber jetzt will ich ein bisschen was noch aus Davos wissen. Du bist ja da praktisch im Haifischbecken, denn wenn sich die Technologie so durchsetzt, wie du dir das vorstellst, dann bedeutet das einen großen Machtverlust für die heutige Energieindustrie und auch einen Geldverlust. Wie kommst du unter den Haien da zurecht? Also ich denke, ich mit Vernunft, weil irgendwann sind die fossilen Brennstoffe zu Ende, das ist das eine. Aber das zweite, viel entscheidende Argument ist natürlich die geopolitischen Konflikte. Wenn wir uns heute die Welt anschauen, sehen wir einfach, dass die Kriege geführt werden, weil es um die Verteilung von Ressourcen geht, ob es Gas ist, ob es Öl ist, speziell jetzt auch Libyen wieder. Aktuell war am vergangenen Wochenende die Konferenz. Es geht um ein großes Erdölfeld im Mittelmeer, es geht um die Vorherrschaft, ob die Griechen jetzt auch was davon haben, ob es die Türken sind und so weiter und dann die Staaten, die dahinter hängen. Und ich denke, dass eigentlich niemand vor uns Angst haben muss, dass man aber Erkenntnisse haben sollte und diese Erkenntnisse dann schon in der Lage sind, auch die Politik zu verändern. Das hat auch Herr Trump angesprochen. Wenn man nicht mehr abhängig ist von Staaten und sich das Wohlwollen quasi, weil man von diesen Leuten Erdöl oder Erdgas kaufen muss, guckt man weg bei Menschenrechtsverletzungen, man guckt weg bei anderen schlimmen Dingen, die passieren. Und ich glaube, dass die Welt aufgerufen ist und dass wir als Europäer aufgerufen sind und die Deutschen aufgerufen sind, auch mit ihrer Ingenieurkunst und den Technologen in der Lage zu sein, sich Energien zu erschließen, die uns völlig aus der Abhängigkeit befreien. Und das mit vielen anderen auch. Und das hätte, ich denke, viele weitreichende positive Folgen. Es gab ja jetzt so eine Art Riss in der Matrix, weil ihr weitgehend vom Mainstream ignoriert wird, zumindest in Deutschland. Im Ausland ist es nicht so. Mit dem Besuch von Professor Krause im Dschungelcamp, ein paar Worte dazu von dir. Also Professor Krause, ich kenne ihn seit vielen Jahren, ist natürlich in der deutschen Politik eine umstrittene Person. Vielleicht hat er da aber auch was mit Herrn Trump gemeinsam. Ich denke, dass Professor Krause, ich kenne ihn als Professor, ich mag ihn auch als Mensch, ich kann es nicht verstehen, der scheinbar Feinde in der Presse, die seit 30 Jahren nichts anderes machen, auf ihm rumzuhacken. Ich denke, gerade die uralten Themen, die da 20, 25 Jahre alt sind, irgendwann muss ein Mensch, da muss man dann auch mal ruhig, wirklich Ruhe geben und gut sein lassen. Und in der aktuellen Berichterstattung weiß ich aus erster Hand, das ist eine angebliche Villa, das war also wirklich ein Bauernhaus mit vielen Mängeln.
und so weiter und so fort. Das heißt, die Dinge werden völlig falsch dargestellt. Ich kann mich nur wundern, ich weiß nicht, warum das so ist, aber sowohl unser Beirat, auch die anderen Professoren und die anderen Wissenschaftler schätzen ihn sehr für seine Arbeit, die er dort macht. Und wir halten uns aus der Politik raus und wir werden ihn auch insofern menschlich unterstützen und auf keine Fälle fallen lassen. Und ja, also es ist halt ein bisschen schade, dass er jetzt frühzeitig ausgeschieden ist, weil er hätte, glaube ich, versucht, da auch noch einiges mehr über die Technologie zu erzählen. Das ist ja jetzt leider weggefallen. Naja, ich denke, dass er erstmal hingekommen ist, hat möglicherweise schon mal einen Effekt gehabt. Er hat einige nette Gesprächspartner, er wird auch danach einige nette Gesprächspartner haben. Er wollte natürlich auch einige Dinge enthüllen, die möglicherweise dem einen oder anderen nicht gefallen haben. Wir haben uns schon sehr gewundert, er war eigentlich fit. Wir haben ihn ja vorher nochmal mit Ärzten durchchecken lassen, hat er selber gemacht, RTL hatte das auch gemacht. Also der Schwächeanfall war schon eigenartig, ich möchte es nicht kommentieren. Es ist schon sehr schade gewesen, dass er die Bühne dort nicht gefunden hat. Aber wie gesagt, er hatte auch noch die eine oder andere Anekdote aus der deutsch-deutschen Wiedervereinigung auf Lager. Und möglicherweise war ja auch der ein oder andere daran interessiert, dass das nicht ausgestrahlt wird. Ja, wir können dann gerne das alles bei mir enthüllen in Zukunft. Dann hat es wahrscheinlich sogar noch eine größere Verbreitung als RTL, weil die haben ja nicht die richtigen Zuschauer. Ja, das ist natürlich, also ich möchte nicht die Zuschauer von RTL beurteilen. Ich denke, das Dschungelcamp hat diesmal aber natürlich auch dank Professor Krause, dank dem ersten Politiker, der das wagt, überhaupt sowas zu machen. Über die Motive kann man streiten. Ich kenne einen Teil davon. Hat das RTL, ich denke, eine sehr hohe Aufmerksamkeit gehabt und die ebbt auch noch nicht ab, wenn man, ich habe heute Morgen mal reingeschaut ins Internet, also da wird immer noch darüber diskutiert, dass er das gemacht und dass er das gewagt hat. Und ich persönlich ziehe mal Hut, dass er das sich auch getraut hat, weil es natürlich auch eine Strapaz ist, sowas auf sich zu nehmen. Und ich finde es auch nicht negativ, weil es ist einfach die heutige Zeit. Vor 10, 20 Jahren wäre das sicher alles völlig unmöglich gewesen. Aber es zeigt natürlich auch, dass es eben, dass Politiker auch nur Menschen sind oder andersrum. Und von daher ist das völlig in Ordnung für uns. Naja, und vor allem gibt es ja kaum einen anderen Weg für euch. Oder warst du schon mal, dein Thema müsste ja jeden interessieren, gerade vor dem aktuellen Klimathema, ja, weil unter anderem da CO2 eingespart würde, obwohl jeder meiner Zuschauer weiß, dass ich das nicht für ein Problem halte. Aber du müsstest ja eigentlich Dauergast oder auch Professor Krause Dauergast bei ARD und ZDF sein. Das scheint aber nicht so zu sein, oder? Ja, das ist ja ganz einfach. Und zwar haben wir seit Jahren eine Innovationskampagne und das ist ganz einfach. Das ist auch wieder so ein bisschen wie bei Trump. Bei Trump war es so, die meisten Medien hatten sich festgelegt, bevor er kam, er ist ein Spinner, er ist ein Idiot, guck mal, wie er aussieht, er kann nichts und so weiter und so fort. Und es kamen möglicherweise auch ein paar echte Skandale hier, gar keine Frage. Aber also man kann wirklich sagen, 80-90% der Medienlandschaft hatte sich festgelegt, negative Personen, Daumen nach unten. Und die Problematik war natürlich dann, kein Mensch macht alles richtig und kein Mensch macht alles falsch. Aber dann wurde überhaupt nicht mehr korrekt berichtet, sondern man hat sich nur noch die negativen Dinge rausgepickt. Und möglicherweise hat man dann genau den Gegenteil erreicht, weil er ist immer stärker geworden, insbesondere auch stärker geworden in der amerikanischen Politik. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass er möglicherweise oder dass er wahrscheinlich auch die nächsten Jahre machen wird als Präsident. Und jetzt nochmal zurück zu unserem Thema. Also wo wir gekommen sind, wir haben das Thema 2014 öffentlich gemacht. Ich habe damals als Hauptsponsor den Bundespresseball gesponsert. Und es ging zwei Tage vorher, wo man dann erfahren hat, ich mache sowas, ging ein riesiger Shitstorm durch ganz Deutschland und viele, also es war unglaublich. Es hat sich kein Journalist mehr getraut, wirklich mal nachzufragen, weil er von vornherein festgelegt war, das ist dummes Zeug. Zum Glück haben wir Nobelpreis in Physik 2015, wo festgestellt wurde, Neutrinos haben Masse und wenn was Masse hat, hat es auch Energie, das ist ganz einfach. 2016/17 haben verschiedene amerikanische Universitäten einige Facts dann entsprechend publiziert, dass eine Wechselwirkung stattfindet und. Und heute ist es trotzdem noch so, die Medien hatten sich festgelegt, das ist dummes Zeug. Und aktuell, das kann ich jetzt einfach mal sagen, weil ich auch sehr erschrocken war über den Spiegelartikel, der Spiegelreporter, der Günter Krause jetzt fertig gemacht hat,
hat einem Kollegen, das war aus erster Hand gesagt, der gönnt Günter Krause nicht dieses Thema, was er jetzt hat. Und das zeigt ja an ihr, das ist so. Ne? Ich meine, er hat jetzt einfach ein Thema, was ist gut. Er hat ein Thema, mit dem er kann. Er hat ein Thema, wo er wirklich Gehör finden sollte, unabhängig von uns, von dem, was wir machen. Sondern das ist ein Thema, was wichtig ist. Und ich finde es wirklich schade, dass das über die Person jetzt versucht wird, auszufechten und nicht mehr über das Thema an sich. Und wir haben, und das ist aber ein bisschen der Unterschied, und das ist auch kurios, aus Indien, aus USA, aber insbesondere aus Russland haben wir unglaubliche positive Resonanzen, weil sich dort Wissenschaftler einfach intensiv damit auseinandergesetzt haben. Es gibt umfangreiche Berichterstattung in russischer Sprache, die wir noch nicht übersetzt haben, die wir übersetzen werden in der nächsten Zeit, wo das Thema ganz anders dargestellt wird, wo mit einem ganz anderen Verständnis die Naturwissenschaft angeschaut wird und man sich nicht von vornherein festlegt und sagt, das kann nicht sein, weil es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und wir haben uns sehr gut eingerichtet in unserem Land und in vielen anderen europäischen Ländern, dass der Strom kommt aus der Steckdose, das System ist, wie es ist, das ist alternativlos und wer daran irgendwelche Vorschläge machen möchte, das kann nicht sein. Dann noch kurz, wie läuft es bisher auf Davos? Also was ist da deine Intention, für Investoren zu finden oder generell auch Politiker für das Thema zu begeistern oder was ist deine Mission da? Also Investoren auch ein gutes Thema, damit man endlich versteht, wir wollen überhaupt gar keine Investoren, wir wollen gar keine Investoren in Deutschland. Das ist einfach, das ist immer mal klar, sondern wir haben aus dem eigenen, ich persönlich habe aus dem eigenen Vermögen den Großteil daran eingesetzt. Und es geht hier gar nicht darum, wie es dann in der Presse dargestellt wird, die wollen nämlich Anleger. Das ist einfach ganz furchtbar. Nein, das wollen wir nicht. Die Muttergesellschaft, die wir haben, das heißt das Unternehmensgebilde, wird dieses Jahr an die Börse gehen. In den USA gehen wir an die Börse, das hat aber nur damit zu tun, dass einfach die Fantasie dort in dem Markt ganz anders ist. Und das konnte man auch gestern ablesen aus der Trump-Rede. Die Fantasie einfach für Zukunft, für Zukunftstechnologien ist größer. Das heißt, alles das, was wir heute haben, haben wir ohne Kredite, ohne Fördermittel, aus eigenen Kräften aufgebaut. Und die, die uns dann unterstützen, das ist ein Kreis von Personen, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, die sich natürlich das sehr genau angeschaut haben, die ihre eigenen Recherchen gemacht haben, die mit verschiedensten Professoren, wir haben einen unglaublich großen Kreis an Professoren sprechen konnten, die verschiedene Demonstrationen auch gesehen haben. Und das werde ich das nächste Mal machen. Es gibt auch juristisch klare Dokumente, es gibt notarielle Tatsachenbeurkundungen, dass die Technologie funktioniert. Und das ist uns einfach wichtig. Das, worüber wir reden, ist kein Hirngespinst. Das, worüber wir reden, ist ein Gedankenansatz, der sich demonstrieren lässt. Und es ist nicht so, dass die fertige Fabrik da steht und jetzt die fertigen Produkte rauskommen, sondern es ist auch so gedacht, dass sie auf der Basis der Erkenntnisse, die da sind, ganz viele Produkte entwickeln lassen in Zukunft. Und das machen wir mit der Industrie. Und ich kann insofern sagen, es gibt schon clevere Leute, auch in den deutschen großen Unternehmen. Und ich habe mit drei, ohne die Namen zu nennen, mit drei DAX 30 Unternehmen vereinbart. Oh, da hast du was rausgelassen. Zum Glück kann man die Aktien noch nicht handeln, sonst wäre es wahrscheinlich schon zu viel gewesen. Also wir werden in Zukunft, die Tonqualität, das kriegst du nicht mit, ist auf meiner Seite leider nicht so gut gewesen, aber man versteht's und wir werden auf jeden Fall in Zukunft noch mehr dazu machen, dann werden wir auch wissenschaftliche Papers zeigen, wir werden die ganzen Dokumentationen oder einen Teil davon zeigen, die du gerade genannt hast, wenn wir auch ein besseres Setting haben. Ja, du bist jetzt, glaube ich, am Handy, weil das so rum ist. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch, viel Erfolg noch in Davos und wenn du Donald Trump noch über den Weg läufst, oder ist er noch da, der ist schon wieder weg? Der Secret Service hat uns erstmal vielen Dank für das Gespräch. Uns reicht es schon, wenn man sich kontrovers damit auseinandersetzt. Wir brauchen niemanden, der Hurra schreit, sondern einfach nur Leute, die mal genau hinschauen und sich erst hinterher ihre Meinung bilden und nicht vorher. Also ganz, ganz herzlich danke für dieses Gespräch und die Möglichkeit. Und ich versuche weiter ein paar gute Fotos zu machen und ein paar spannende Gesprächspartner zu finden. Das ist mein Grund. Ich habe einige Meetings, über die ich auch nicht reden darf.
Aber ich werde vielleicht am Freitag oder Samstag, wenn ich zurück bin, dann gerne nochmal einen Bericht gemeinsam. Ja, super, vielen Dank. Wir werden auch noch einige Links in die Beschreibung packen. Da können sich die Leute schon mal vorinformieren. Und ja, und in der nächsten Runde klären wir dann ein paar kritische Fragen, die bei dem Thema immer aufkommen. Vielen Dank, Holger Thorsten Schubert. Ja, vielen Dank ebenfalls. Danke. Tschüss.